dritte Ausgabe Coffee Tube. Herzlich willkommen. Mensch, ihr seid vogelwild. Vielen, vielen, vielen Dank für die Wahnsinnsresonanz auf die letzte Folge. Äthiopien-Jäger Chef Gutiti war unser Thema. Ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingsten. Wetter hier unten bei uns war ziemlich bescheiden. Ich war 3 Tage mal wieder Freitag, Samstag, Sonntag komplett im Café. Und ja, wir hatten ganz, ganz viele, die da waren und die direkt nach dem Kaffee gefragt haben. Und wir haben ihn natürlich gebrüht. Und ja, die Resonanz war echt genial. Also vielen, vielen Dank nochmal. Danke auch für die ganzen E-Mails, die ihr uns geschrieben habt, Facebook-Kommentare und so weiter und so fort. Ja, das macht Spaß. Zur dritten Ausgabe. Neues Land, neuer Kaffee. Mit einer Fläche von 21.000 Quadratkilometer ist dieses Land sehr, sehr klein und nur so groß wie das Bundesland Hessen. Der erste Barista-Weltmeister aus einem kaffeeproduzierenden Land kommt genau daher. Die Varietät, um die es heute geht, wurde in diesem Land 1958 vom Institute for Coffee Research entwickelt. Wer weiß es, eines meiner absoluten Lieblings-Kaffeeländer. Ich liebe das Land, ich liebe die Leute hinter dem Kaffee. Ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Es geht um El Salvador, 7 Millionen Einwohner, das kleinste Land in Mittelamerika. Als einziges Land in Mittelamerika keinen direkten Zugang zum Karibischen Meer. 2011 gewinnt Alejandro Mendez als erster Barista aus einem kaffeeproduzierenden Land den Weltmeistertitel der WBC. Und das war natürlich ein riesen, riesen Ding. Im Jahr drauf dann ganz nebenbei Raul Rodas 2012 aus Guatemala, dann gleich wieder hinterher der nächste aus einem kaffeeproduzierenden Land. Aber der erste war Alejandro Mendez aus El Salvador. Die Varietät, um die es heute geht, ist die Pacamara. Pacamara, die Kreuzung aus der Varietät Pacas und Maragujib. Es geht um El Salvador Finca Santa Rosa. Das ist eine, ja, für mich eine ziemlich emotionale Kiste. Ich war 2014 Richter beim Cup of Excellence. Ja? Ich war Teil der internationalen Jury vom Cup of Excellence. Wir haben wunderschöne Kaffees verkostet. Und da war von der ersten Runde an, da war dieser eine Kaffee auf dem Tisch. Der war einfach, der hat rausgestochen. Das war einfach ein unglaublich guter Kaffee. Und er kam ins Finale und wir haben ihn im Finale unter den Top 10 wieder verkostet. Natürlich ohne zu wissen, woher der Kaffee kommt, von welcher Farm. Und es war einfach ein grandioser Kaffee. Und was ihr euch denken könnt, 91,41 Punkte und einen Presidential Award. Finca Santa Rosa Honey hat den Cup of Excellence 2014 gewonnen. Wir waren danach bei der Award Ceremony, alle Mann, die ganzen Juroren, die ganzen Farmer. Und als Raul dann auf die Bühne gerufen wurde, hat man uns die Geschichte hinter Finca Santa Rosa erzählt. Das ist ja ziemlich harter Tobak. Denn Rauls Vater war Professor an der Universität in San Salvador und hat Kaffeeanbau gelehrt. Und er hat sein ganzes Leben dem Kaffee gewidmet und er wollte einfach einmal diesen Cup of Excellence gewinnen. Und er ist gestorben in dem Jahr, in dem die Blüte des Gewinners des Cup of Excellence 2014 am Strauch war. Und ja, ganz ehrlich, Gänsehaut. Also da fehlen mir die Worte. Raul, sein Sohn ist grandios, er führt das weiter, was sein Vater so viele, viele Jahre aufgebaut hat. Wir sind mittlerweile befreundet. Wir waren auf der Farm, danach, nach dem Cup of Excellence. Ich war dann wieder bei ihm. Und ja, seitdem kaufen wir den Kaffee. Und das hier, das sind die neuen Muster. Und zu den neuen Mustern haben wir von Raul ein kleines Video bekommen. Und das kleine Video, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Hey Mario, my friend. Raul from Finca Santa Rosa in El Salvador. We have just finished harvest 2015-2016. We are sending you the most amazing and most beautiful coffees you can imagine. Please take very good care of them and try to find the best profile to roast them for your guests and customers. We have put a lot of love and effort into each and every bean we're sending you. Best regards from El Salvador. See you soon, my friend. Wow, what can I say? Thank you so, so much, Raul. You're amazing. Your coffee is amazing for sure. Thank you so much for the samples. Vielen, vielen Dank für die Muster.
Ich verspreche euch, ich werde das Allerbeste tun, um das Maximum aus dem Kaffee hier rauszuholen. Ich weiß, mit wie viel Liebe Raul und seine Mitarbeiter arbeiten und das ganze Jahr die Bohnen hegen und pflegen. Und ich werde die jetzt rösten und wir sehen uns gleich wieder. Was ein wunderschöner Kaffee. Also das, man kann es hier, glaube ich, auf dem Video so überhaupt nicht richtig sehen. Aber diese Pacamara-Varietät und der Kaffee von Raul, das ist einfach ein wunderschöner Kaffee. Lass mich jetzt mal dazu hinreißen, zu sagen Zero Defects. Also da sind keine Defekte drin. Das ist wirklich eine Bohne wie die andere. Ja, Hammer. So, Aroma. Schauen wir mal, wie der richtige Bursche. Ja, also es ist ein Honey, es ist ein Red Honey von der Aufbereitungsart her. Der hat wieder eine unheimlich schöne Süße. Er ist nicht ganz so süß wie Ethiopian Kutiti vom letzten Mal, es war ein Natural, aber er riecht so karamellig. Er hat so ein bisschen was, ich würde jetzt sagen, wie Zuckerwatte und sowas Marmeladiges. Er hat so ein bisschen was von Rosinen. An all die, die keine Rosinen mögen, nicht erschrecken. Deswegen wird euch der Kaffee, denke ich, trotzdem schmecken. Aber er riecht einfach so süß wie Rosinen riechen. So. Also, zum Geschmack. Ich habe ihn jetzt mal mit der Kalita zubereitet. Was die Kalita ist, da können wir in der einen oder anderen Ausgabe auch nochmal drüber reden. Da ist es wieder. Da ist wieder 2014, da ist wieder der Cup of Excellence und da ist wieder dieser Kaffee da auf dem Tisch. Dieser eine Kaffee, der wirklich von Anfang an rausgestochen hat. Für mich hat Kaffee immer irgendeine Farbe. Wenn ich einen Kaffee das erste Mal probiere, dann habe ich irgendwie immer eine Farbe im Kopf. Und der Kaffee ist auf jeden Fall auch rot. Also der hat irgendwie himbeerige Aromen. So rotes Gelee. Er hat schon auch Mango, würde ich sagen. Da sind wir gelb, aber ja, okay, orange. Und er hat was Teiges, er hat so ein bisschen was Schwarzteiges. Und er ist saftig, also hier hinten durch diese Honey-Aufbereitung, es ist einfach ein geiler Kaffee. Raul, amazing, it's amazing again. Just thumbs up. Probiert den Kaffee. Wir machen es wie beim letzten Mal und auch beim Mal davor. Ihr gebt als Gutscheincode Stargast ein bei uns im Webshop und wir ziehen euch 2 Euro von dem Preis von El Salvador Santa Rosa Honey ab. Und jetzt haue ich noch einen drauf. Ich war eigentlich eingeladen und sollte nach El Salvador fliegen. Dieses Jahr gibt es in El Salvador keinen Cup of Excellence. Cup of Excellence ist gerade im Moment so ein bisschen in der Umstrukturierung. Deswegen keine Cup of Excellence in El Salvador dieses Jahr, aber es gibt einen jungen Mann, der kommt aus Australien und der heißt Sascha Sestic und Sascha ist amtierender Barista WBC Weltmeister und Sascha hat ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Project Origin und dort hat er so einen kleinen Mini Cup of Excellence veranstaltet, in Anführungsstrichen, das macht er auch nebenbei in Honduras dieses Jahr und jetzt kommt's. Der Kaffee und natürlich auch wieder blind verkostet und keiner wusste, welcher Kaffee ist auf dem Tisch. Dieser Kaffee hat den Platz 1 bei den Honeys und Naturals gemacht und den Platz 2 bei den gewaschenen Kaffees. Und jetzt seid ihr dran. Wir sehen uns in 2 Wochen und nicht vergessen, die Welt gehört dem, der sie genießt. Ciao, ciao.